So, liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario Party 1 und hattet ihr auch schon mal, oder ich kann jetzt ein bisschen schwer sprechen, weil ich habe an meiner rechten Wangenseite innen eine entzündete Blase, warum auch immer, und es ist so verfickt kacke, weil es tut richtig doll, wie wenn ich esse und so. Und ja, egal, wir machen es einfach mal weiter hier. Das wollte ich jetzt nicht machen. Gut. Ja, genau. Wir machen jetzt hier weiter. Wir haben ja Luigi. Und haben ja letztes Mal eigentlich ganz gut abgeschnitten. Ich habe gerade erstmal Fett inhaliert. Jetzt ist meine Nase so richtig frei. Also nicht ganz richtig, aber freier als davor, weil da war so richtig viel. Wollte ich so nicht aufnehmen, aber jetzt geht's einigermaßen. Meine Stimme ist zwar immer noch, hört sich zwar immer noch an wie ein 80-jähriger alter Sack, aber naja, passt schon, ne? Hauptsache, meine Stimme ist nicht ganz weg. So, okay. Eine 3 ist jetzt nicht so das Beste gewesen. Ich hoffe mal, der... Ach so, okay, der kann sich eh keinen Stern leisten, wenn er 10 ausgeben muss. Ja, ja, oh. Gelb. Na, wohin kommt er denn? Oh, eine Niete. Nee, hä? Ey, wie fies, sie darf zum Stern. Aha, kann sie ihn aber nicht leisten. Wer einen davor gekommen hätte, der 21 Münzen gehabt, dann hätte sie sich einen leisten können. Gute Sache. Ja. Schade, ich dachte, das kann er noch aussetzen. Aber er darf weitergehen. Das bringt ihm zwar nichts, aber geh du mal weiter, ne? Beine wäre auf so einen verfickten, kackblauen Stern gekommen. Gestrandet. Vergrabener Schatz. Kennen wir das nicht? Ist natürlich das unterm, wo wir schwimmen müssen? Nee, nee, kennen wir noch nicht. Suche nach der versteckten Schatztruhe. Die Pfeile weisen dir den Weg. Drücke wiederholt A, um zu graben. Okay. Dann fressen wir uns mal durch den Boden. Yum, yum, yummy, yummy, der Boden schmeckt so lecker. Haha, ich hab noch nie so leckeren Boden gegessen. Oh ja. Boden sind lecker, 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 schmecker, lecker, da ist eine Schatztruhe. Und ich habe ihn bekommen, wie fucking awesome. Mario wollte dann gegen Essen, hat schon den Bein gefressen. Lol. 51 Münzen und erster und ein Stern. Es scheint nichts zu passieren. Wie immer. Oh ja, 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 ja. Oh ja, Bowser, Bowser. Geht zu Bowser. Eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ja, bei mir passiert was oder was. Du hast 30 Münzen. Möchtest du einen Erdbeerstrauß pflanzen? Was ist das denn? Nee, bestimmt nicht. Auch wenn es für 30 Münzen vielleicht irgendwann mal zu was Gutes wäre, aber... kann man damit? Nee, also ich probiere das jetzt noch nicht aus. 30 Münzen. Wäre wahrscheinlich was ganz Gutes gewesen, aber ich habe es jetzt einfach mal nicht gemacht. Rennbahn, oh no! Jetzt kommen wieder die Kack-Minispieler. Nee, nee, Kacke. Fahre der Auto ins Ziel. Okay. Ah, ich verkacke das bestimmt wieder. Die kleinen Köpfe, die großen Köpfe in diesen kleinen Fahrzeugen sind doch immer die geilsten. Scheiße, das war ja schon mal richtig schlecht. Ah, ich glaube, man muss die Autos immer, nee, hier neben lenken, neben den Schwur oder hier lang. Oh mein Gott. Scheiße.
Oh Gott, ey. Ist das schwer. Nein! Och Mann, knapp war ich hinter ihm. Und Donkey Kong auch. Oh, wie ärgerlich. Naja. Ist er wenigstens jetzt der Dritter. Kannst du dich freuen, Mario? Ja, ja. Oh, ein Mario-Plüschfigur. Die sind ja überall Plüschfiguren, lol. Sicher jetzt erst. Und eine Wampe kommt zum Vorschein. Was passiert dadurch? Man weiß es nicht. Ah, okay, jeder, der fällt, kommt. Ach so. Okay. Ja, für 30 Münzen, Mensch, das ist. Ich, kommt drauf an, wie viel die. Also, jetzt steht, ne? Ja, ja, klar. Ach, das ist ein Einplayer-Minigame. Einarmiger Bandit. Interessanter Name. Springen wir zu dem Block, um die Bilder anzuhalten. Ach so. Ach, das kennt man ja. Oh, leider verkackt. Hast du verkackt, Donkey Kong? Ja, ja. Der tut mir aber leid. So, jetzt bin ich endlich mal dran. Danke, eine 3. 1, 2, 3. Wisst ihr was? Ich gebe auch mal 30 Münzen aus. Es war übelst teuer, aber wir haben ja noch genug für den Stern. Und umso mehr Pflanzen wir haben, umso besser ist es ja. Ich hoffe mal, Mario würfelt jetzt eine 1. Schade. Okay, jetzt fangen langsam an, alle Erdbeerstraußpflanzen zu kommen. Er will natürlich keinen ausgeben, weil er nur 31 Münzen hat. Das will ich auch nicht machen. Aber bei 51 kann man das ja mal machen. Oh, alle gegen... Oder Donkey Kong gegen uns. Chaos Bowling. Oh ne, ich hasse das Minispiel, weil ich immer getroffen werde. Kommt, geht weg. Wetten, er geht auf mich, wollen wir wetten? Wie schlecht die einfach sind, ne? Ja, man kann die Bowlingkugel lenken. Das mochte ich immer so früher. Habe ich immer den Bowling-Typi gespielt und habe immer gegen meine Geschwister oder so früher gespielt, dann habt ihr immer abgezockt. War mal ganz lustig. So, gehen wir mal ein Stück weiter. Na, danke für die 10 Münzen. Dann wäre ich auf das Mario-Ding, auf das Wario-Fragezeichen gekommen. Das wäre nicht so schön gewesen. Hammer werfen. Oh no. Bitte kein Hammer werfen. Monsieur. Oh je. Eieiei, Karamba.
will keinen verkackten. Boah, ein Sack. Yeah, geil. Ich hab ja die Münzen. Ist noch ein Sack. Boah, noch ein Sack eingesammelt. Geile Sache. Münzen. Oh yes. Wie fucking awesome. Ich glaube die Karte oder die Map werde ich vielleicht gewinnen. Aber die ist ja gar nicht so schwer. Oh, zwei. Schön. Eine Begegnung mit Bowser. Jetzt Sterne-Bonus, als ob man auf die Goldenen irgendwann mal kommen wird. Münzen für Bowser, der verarscht ihn doch damit. Oh, du Armer. Bitte keine Eins. Puh. Dass man immer 10 Münzen kriegt, finde ich ein bisschen komisch. Oh, ach, die klauen Sterne. Oh mein fucking Gott, die sind richtig geil. Die kaufe ich mir jetzt immer. Geil. Röhrenlabyrinth. Klingt interessant. Ob es interessant ist, das weiß ich nicht. Ach, das ist die Scheiße wieder. Ja, ja. Dann hocken wir jetzt einfach mal hier dumm rum und hoffen auf Glück. Glück, ich warte auf dich. Schade. Als ob ich irgendwann mal Glück hätte. Aber das mal salz ist und so. Und Wario legt ja erstmal schräg hin, weil er sich nicht rückwärts hinlegen kann. Oder zu dick ist. Ja, normal hat es mich überholt, aber ich habe leider einen Stern. Aha. Und haben wir eigentlich schon 10. Oh nein, ich hasse diese Ausrufungszeichenfelder. Gut, Wario muss irgendwas bekommen. Von mir. Ach, fick dich doch, wie ein Stern. Münzentausch. Wie viel hat denn der? Ein Stern, der welche durchgedreht. Dass sie keine Null haben oder so. 17. Sag mal, willst du mich verkackeiern? Ja, danke schön. Ich kann mir nicht meinen Stern leisten. Assiges Spiel. Ach, es geschieht nichts, weil wenn man die 30 Münzen hat, deswegen. Ach so, okay, ja, ja. Mario ist so schlau und kauft sich das nie. Gut. Grabbelbeute. Draußen bleiben. Halt, stopp, sonst kommt Andreas rein. Nein. Uiui. Ah, okay. Öffne die Tür und verhindere, dass die Stachelkupferschlüssel bekommen. Passen mit B zu deinem Partner. Oh, Partner. Komm, passt doch. Alter, bist du wieder? Warum hat er mich geschubst? Wieso geht er auf mich nur?
Und die Tür öffnet sich. Oh, Gold, Münzen, die total unecht aussehen. Wo guckt die Mann im Hintergrund? Die sind größer als eine Truhe und irgendwo reingequetscht. Cool. Jeder kriegt 10 Münzen. Ich kann mir manchmal wieder einen Stern leisten. Das ist ja schön. Gut, damit würde ich sagen, ich beende auch diesen Part hier. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. 10 Runden noch und ja, ich würde sagen, ciao.